Damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Heldinnen zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Mit der Zwergenfee natürlich. Und einem Morty und einem Izzy. Und zwei Gegnern. Schnabel ist effektiv auf Limitgrip, oder wie es ausgesprochen wird. Und Biss ist effektiv auf Lilimim auch, aber Bomboll. Versuchen wir es mal so. Biss. Okay, das brachte nicht sehr viel. Na komm. Okay, die beiden kleinen Kinder, die kleinen Kinder werden wir doch wohl besiegen können. Ah, das ist also sehr effektiv. Alles klar. Mal sehen, wie sich das Team hier schlägt. Okay. Schnabel ist also effektiv, sehr effektiv. Na toll. Wenn das sehr effektiv ist, dann weiß ich auch nicht. Also dreimal getroffen, Schnabel, schaut hin, das ist sehr effektiv. Okay, das ist ein Volltreffer, okay. Aber das eben war auch sehr effektiv. Als sehr effektiv zumindest ausgeschrieben. Ja, so viel dazu. Komm, lass das Limimip doch mal endlich besiegen. Limimip. Was für ein komischer Name für ein Pokémon. So, das andere müssen wir auch noch besiegen. Also schön mal auf Baumball draufhauen. Mega sogar. Okay. Scheint ein ziemlich ausgeglichenes Team zu sein, weil es scheint sich gut heilen zu können. Zack. Jetzt haben wir schon mal ein gutes Training für die Insel-Herausforderung hier. An dem Teich, der gleich kommt hier, an dem See. Da kommt was Großes auf uns zu. Schnabel auf Limip und Kratzfolie auf Wormball. Da weiß ich nicht, was effektiv ist, aber kommt, irgendwann müssen wir das doch mal besiegen. Was, nur zweimal? Ist doch kacke hier. Sie wurde besiegt. Oh, Schande. Was für ein zähes Duell hier. So hätte ich aber... Das hätte ich aber nicht gedacht von... Ein paar Vorschülern hier. Und Kuli ist schon halb besiegt. Nicht nur halb besiegt, sondern fast besiegt. Was ganz besiegt. Schnabel. Okay, versuch das mal. Schnabel scheint ja eine sehr beliebte Attacke zu sein für diesen Kampf. So, Kratzfolie. Zack. Zack. Nur zweimal getroffen bei Kratzfolie. Was zum Geier. So, Liminip besiegt. Endlich. Kriegt Kuli auch noch den anderen hin. So, sieht sehr schlecht aus, sieht sehr rot aus. Einmal Unheilbögen auf den Baumboll. Könnte unter Umständen was bringen. So, Kratzfolie. Zack, das bringt nicht sehr viel, aber immerhin. Dreimal getroffen, wow. Unheilbögen, komm, mach's alle. Ah, ich sagte, mach's alle. Weißt du, was ich mit mach's alle meine? Das, was Baumboll jetzt mit Mauzi gemacht hat. Genau das meine ich damit. Das sollst du mit Baumwoll machen. So, einmal das Pepek einsetzen. Das Steve. Los, Steve. Diese die besten, letzten beiden zwei Pokémon. Die besten, nicht unbedingt, aber... Was Pepek betrifft, nicht unbedingt, aber... Hudi auf jeden Fall. Das ist der beste Pokémon in meinem Team. Kann ich wirklich so sagen. Ohne Nate muss ich ihm das anerkennen. So, und Baumwoll wurde besiegt. Das war's. Mit den Vorschülern. Da haben wir sie besiegt. Ordentlich. Level 14 für Steve. Und die Zwillinge besiegt. Zwillinge sind sogar. Oha. Ja, sieht man. Kann man erkennen. Oh, Pepek entwickelt sich. Oh, schon. Nur Steve entwickelt sich. Dam, 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 dam. Dann, 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 dann. Jetzt sehen wir die Entwicklung. Bam! Glückwunsch, dein Steve wurde zu einem Trompek. Ja. So, die Weiterentwicklung. Trompek. Registriert.
Weiter geht's. Da sehe ich schon was. Da sehe ich schon was auf mich zukommen. Wie wär's, wenn wir im Aluna Fotoclub eine Erinnerungsfoto machen lassen? Sagt Rotom. Vielleicht später. Schau einfach im Aluna Fotoclub vorbei, wenn du Lust bekommst. Ja, jetzt ist gerade sehr schlecht. Da wartet was auf uns. Da gehen wir gleich mal hin. Haha, das war wohl nichts. Nimmst du das hier überhaupt ernst? Na klar, aber ich will ja auch Spaß mit dem Kämpfen haben. Spaß haben. Das Recht, Spaß in einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen, indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit stößt. Oh Mann, Zwergenfee. Dieser Typ macht mir Angst. Dein Name ist Zwergenfee. Ja, wieso? So unüberlegt mit der Wahrheit rauszurücken. Sogar Pokémon sind vorsichtiger als du. Mein Name ist Legio. Mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich, um stärker zu werden. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Aber lassen wir das Gerede. Jetzt wird gekämpft. Der sieht mir aber sehr intelligent aus. Zumindest halbwegs intelligent. Ich kenne ja Gladio, ich weiß, wie der so tickt. Aber mich wundert es immer noch, dass der für Team Sky arbeitet. Das passt einfach irgendwie nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, aber gut, man muss dazu auch sagen, Giovanni war auch kein allzu blöder Typ und hat für Team Rocket gekämpft. Also ja, muss nicht unbedingt heißen, dass alle bösen Typen dumm sind. Das ist ja nicht unbedingt immer gesagt. Am Hoodie wurde besiegt. Steve ist dran. Mein Team ist komplett besiegt von den Kämpfen auf der Route. Auf der Ohana Farm natürlich, nicht auf der Route. Auch von dem Kampf eben gerade. So. Die Attacke soll sehr effektiv sein. Zertrümmer. Na komm, mach was draus. Zorua. Wenn das Pokémon das mal mitgenommen hätten, das wäre Ben gewesen. Hätten wir es dann noch im Team. Und das haben wir nicht mehr. Finde. Oha. Schande. Steve wurde besiegt. Ein Game Over für Zwergenfee. Das ging ja schnell. Nee. Ach komm schon. Na denn. Zwergenfee von dannen. Jetzt wird gekämpft. Ist aber auch stärker als Team Skull. Kämpft aber unter dem Skull-Rüpel-Schild-Dingens, was dort gerade eingeblendet wurde. Da mein Zubat, das ist typisch Team Bösewicht. Team Skull, naja, eher Team Rocket, typisch. Aber zeigt auch sehr gut, dass er halt zu den Bösen irgendwie doch dazugehört. Aber irgendwie auch nicht. Das soll effektiv sein. Zwar nicht sehr effektiv, aber effektiv. Effektiv genug zumindest. Zorua wurde besiegt. So, da haben wir Zubat. Ach so, da war das Zubat. Ich habe mich schon erschreckt. Da ist das Zubat wieder da. So, effektiv ist hier Unheilböen. Dann setzen wir mal Unheilböen ein. Ich hoffe, es ist effektiv genug. Ja, kann man so sagen. Noch einmal, dann haben wir es. Na, nicht noch einmal, vielleicht noch anderthalb Mal. Aber komm, setz ein. Wir werden mal sehen, was es bringt. Ja, bin zufrieden mit dieser Attacke.
Schrulli, kämpf weiter. Einmal Schnabel. Mal sehen, was das bringt. Hoffentlich schafft es das Zubat. Da, nice. So. Und Typ 0. Na dann, weiter kämpfen. Komm her, Typ 0. Zeig, was du drauf hast. Wahrscheinlich eine Z-Attacke. Was könnte gegen Typ 0 effektiv sein? Wie wär's mit Rasierblatt? Ich glaube zwar nicht dran, aber wir können es ja mal versuchen. Zack. Okay, ja. Ich hatte weniger erwartet. Unheilböen. Ich habe keine Tränke, wie gesagt. Ich habe Beleber, aber keine Tränke. Den Beleber werde ich wohl jetzt einsetzen. Oder meine Mauzi in den Kampf schicken. Und auf Mauzi hoffen. Naja. Mogelhieb. Komm, mach was draus. Oh shit. Beleber her damit. Wo ist mein Beleber? Hält's zwar nur zur Hälfte, aber was soll's. Deckel. So. Noch ein Beleber, vorsichtshalber auf Izzy. Und was soll's. Hauptsache, wir haben wieder irgendwie ein Team, das einsatzfähig ist. Lea wurde scheinbar schon besiegt. Die kann nicht so viel aushalten. Hoodie. Mach dein Bestes. Tu dein Bestes. Erledige es. Unheilböen, das wollten wir ausprobieren. Komm, Unheilböen, das muss doch einmal einschlagen. Was? Keine Wirkung oder was? Halleluja. Tackle. Ja, und dafür habe ich Izzy geheilt, dass sowas passieren kann. Komm, ist das letzte Pokémon, das kriegen wir hin. Komm, noch einmal Rasierblatt. Ja, komm. Hau Renner. Ordentlich. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Hieb hinbekommen. Ein kleines Stupschen. So ein kleiner Hieb noch, dann ist es K.O. Vielleicht kriegt die Izzy das sogar hin. Kriegt Izzy das hin? Mit Schmarotzer? Na komm. Verfolgung. Gefährlich. Sehr gefährlich. Schmarotzer, komm. Mach's alle. Nice. Danke, Izzy. Hast das Ganze mal wieder gerettet. Dankeschön. Level 17 für Izzy. Wie wird sich bald entwickeln? Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor der Entwicklung. Noch sieht sie süß aus. Izzy. Ich kann dich nicht ausstehen. 2-4 gewinnt 680 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Gladio hervor. Aus dem ersten Kampf gegen Gladio. Das hätte ich besser wissen müssen. Das waren viel zu viele starke Gegner auf einmal. Ich bin noch nicht so weit. Wie bitte? Starke Gegner? Ich rede von dir und deinem Freund da. Seine Probleme sind nicht seine Pokémon. Er will Spaß haben beim Kämpfen. Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass er einen echten Kampf gegen Inselkönig Halla nicht mal einen Hauch einer Chance hätte. Dass er nur zum Spaß gekämpft hat, ist nicht weiter als eine feige Ausflucht. Oh, du kennst Opi. Und du findest, dass ich stark bin. Ich brech ab. Der große Gladio hat gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser. Und das Team Skull. Die richtigen Team Skull-Rüppel. Ja, ihr habt auch gegen den Kleinen verloren hier. Das ist, ihr seid schwach genug. Also regt euch mal nicht über Gladio auf. War ja klar, dass ich da herrenlos Schreiner wie du nur einen Großklapper hat, aber nicht dahinter. Besser mal ziehst du dich einfach und überlässt uns hier bei uns Profis. Davon rate ich euch ab. Wuss! Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr. Ihre Pokémon sind stark.
Wir sind den ganzen Weg bis hierher gekommen und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurückgehen. Dabei hatten wir das herrische Abkommen vom Plätscher hier schon so gut wie in der Tasche. So gut wie heißt aber eben nicht. Das haben wir ja schon gelernt. Bis du uns dazwischen gefunkt hast. Aber was soll's? Komm schon, wir kratzen die Kurve. Ihr kennt ja die ausgelutschte Sprichwort. Flugs nach Hause, mein Kind, wenn Krammungs am Himmel sind. Was für Lappen. Sperr mal die Dosch auf, Lido. Der Bus kann dich vielleicht bekleiden, aber du bist und bleibst unser Laufbursche. Du wirst nie zu uns gehören. Hast du das endlich kapiert? Ja, verdünnisier dich doch, du Lappen. Und die lassen sich das noch von Gledio ausreden. Das ist, diese Lappen, das ist... Gledio hat sich wenigstens getraut, gegen uns zu kämpfen. Das ist... Alter. Nur weil Gledio denen irgendwie sagt, lasst's mal lieber. Das ist echter Heldenmut, wenn man sich trotz seiner Schwäche traut, irgendwie in den Kampf zu gehen. Aber ja, Team Skull ist halt irgendwie doch irgendwie ein Haufen Lappen. Das ist halt schon, sieht man halt, was die für Qualitäten haben. Danke, Zwergvieh. Und dich auch, Iskanare. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Und jetzt, wenn ich die Prüfung am Plätscherhügel bestehen will, muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren. Hier, Zwergvieh, das wird dir bestimmt helfen. Halt die Ohren steif. Ich muss auch noch ein bisschen trainieren. Definitiv, definitiv. Ich weiß, ich habe das noch in Erinnerung, wie gefährlich der Boss von der Inselprüfung war. Alter, also da habe ich noch Albträume von. Das ist meine Fresse. Ja, den habe ich massiv unterschätzt in Pokémon Sonne. Das wird mir hier kein zweites Mal passieren. Dieser Gledio macht mir irgendwie Angst. Brrrt, meldet sich der Rotom-Pokédex wieder zu Wort. Ach ja, Gledio macht dir Angst? Der sieht ja nochmal ein Ecke gefährlicher aus als die Rübe von dem Skull. Mal sehen, nächste Prüfung findet am Plätscherhügel statt. Brrrt, auf der Karte kannst du das Ziel überprüfen. Ach ja, ich kenne ja Gledio. Ich weiß, was der auf dem Kasten hat. Von dem habe ich keine Angst. Oh nö. Komm schon, mein Team ist geschwächt. Ich muss zum Pokémon Center. Hey, ihr Wegelagerer, lasst mich vorbei. Nein, ich will nicht. Oh Mann, komm, das ist fies. Ich muss wieder zurück zur Ohano Farm hier. Gibt es da nicht irgendwie einen Weg drumherum? Zum Pokémon Center. Sicher zum Pokémon Center kommen. Das Team ist alle fix und fertig. Ja, fix und fertig. Wird Fix und Foxy sagen. Fix und fertig sind sie. Oh, da geht's rum, ja. Auch ein Weg ins Pokémon Center. Ja, ihr seid nämlich gemein, euch da einfach einen Weg zu stellen. Ja, ich komme später noch bei euch vorbei. Ich besiege euch noch einmal. Erstmal muss mein Pokémon-Team heilen. Erst heilen, dann kämpfen. Nimm diese Pokémon. So, geheilt. Holen wir uns noch einen Kaffee hier. Und dann legen wir auch los. Dann kämpfen wir noch ein bisschen und trainieren unser Team, dass wir bereit sind für die Inselprüfung. Schon wieder 11 Uhr, stimmt wieder mal nicht. Oh, wo ist mein Kaffee? Ich will meinen Kaffee. Gibt es den nur auf der Ohana Farm oder was? Da tut es auch eine Milch. Ich nehme eine Gnecko-Milch. Komm. Leichter Satz, aber. Gibt's her mit dem Milch. Danke fürs Warten. Eine Kummo-Milch. Ganz nach Bestellung. Ein Tass Kummo-Milch ist die perfekte Vorbereitung für die Prüfung am Plätscherhügel. Deine Tipp am Rande. Wasser-Pokémon ziehen im Kampf gegen Pflanzen-Pokémon und Elektro-Pokémon. Schnell den kürzeren. Das Alola Fotoclub ist schon etwas ganz Besonderes. Findest du nicht auch? Und so weiter und so fort. Ja, Elektro-Pokémon. Wo kriege ich jetzt ein Pikachu her? Könnten wir ein Pikachu fangen? Das wäre doch eine gute Sache. Hätte ich was als Vorteil für Inselprüfung. Das wäre doch, nice.
Aber finde ich hier im Eck irgendwo ein Pikachu? Im Pikachu-Dorf können wir ja keins mitnehmen. Das ist uns unmöglich. Wir ein paar Puckbohnen erhalten. Ich muss noch ein paar Tränke holen. Vergesse. Vor allem für die Inselprüfung. Hier ordentlich zu langen hier. Beleber und Tränke. Aber hallo. Ordentlich hier. Ich will etwas kaufen. Wo sind die Tränke? Wo sind die Tränke? Super Tränke. Viele bitte. Ganz viele. Kann ich gebrauchen. Gleich 25. Zack, hau rein. Naja, geht auch so. Mal sagen, ein bisschen Training und dann suchen wir nochmal nach einem Pikachu. Das würde ich nämlich gerne im Team haben. Das würde sich sehr lohnen für diese Prüfung, das als Attackenvorteil zu haben. Mit meiner Mütze passe ich ja schon irgendwie dazu und ja, machen wir das doch, oder? Machen wir es so. Mal hier ins hohe Gras, einmal hier vorbei. Vielleicht finden wir hier irgendwo ein Pikachu. Aber ja, könnte ja irgendwie sein. Könnte irgendwie selten sein und irgendwo im Gras rumlauern. Das habe ich hier nur Jokleps und andere gesehen. So von diesem Typen. Irgendwo im Eck. In einem kleinen geheimen Eck. Wow, hey Trainer. In einem kleinen geheimen Trainer-Eck ein Pikachu. Haben wir doch bestimmt verraten, wo man einen Pikachu findet. Wisst ihr, was meine Stärken sind? Muss ja nicht unbedingt kämpfen, deine Stärke sein. Kannst ja auch in anderen Sachen gut sein. Super Trank. Dankeschön. Eins mehr. Eins gratis dazu. So, Pikachu. Bitte Pikachu, bitte Pikachu. Nein, ein Pebek. Mist. Los, Lea. Die ist noch gesund, mein Maskottchen. Einmal flüchten hier. Danke. Hinkommen lässt. Such nach einem Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Pikachu. Bitte, ein Pikachu. Du bist kein Pikachu. Nein, bist du nicht. Bitte suche nach einem Pikachu. Pikachu. Hat ordentlich vertreten. Die Pikachus. Vor allem mit Thumbnail. Thumbnail, ja, oh, das ist schon ordentlich geworden. So. Zeig uns, wo wir ein Pikachu herkriegen. Hier bestimmt nicht. Wenn hier ein Pikachu im hohen Gras wäre. Ein Raupi. Nein. Nein, danke. Ich bin nicht so der Raupi-Fan. Lass mal bleiben. Nicht wirklich. Kein Bedarf. Pikachu kriegen müssen wir halt mit dem aktuellen Team in die Inselprüfung gehen, aber ja. Ist halt so. Und rein in den Doppelkampf. Hält das Pokémon-Team das noch aus? Ja, wenn nicht, ist das Pokémon-Center direkt daneben. Wenn man so weit Zeit ist, kann man Kombinationen ausprobieren, die alleine nicht funktionieren. Na dann. Na denn, na denn, na denn. Zwei Pokémon habt ihr. Also jeder eins. Na dann. Zeigt mal her, was ihr so habt. Okay. Nicht gerade die beschissenen Pokémon, oder? Aber ich hab die beschissenen hier. Mehr und Hoodie, die sind doch die besten, die sind hübschesten, die ultimativen. Setheuler. Soll ich das mal probieren? Das wär's. Ja, komm, mach ich. Einmal ausprobiert. Setheuler. Damit wir es mal sehen. Sollte man eigentlich nicht machen, aber komm, oh Spaß mal gemacht. Halböen auf Joanie Max. Joanie Max. So, Setheuler. Jetzt will ich es aber mal sehen. So, nimmt all ihre Kraft zusammen und setzt Setheuler ein. Setheuler. Na, das ist aber enttäuschend. Da hätte ich mir aber mehr erwartet. So eine Hyperon. Wie schwer kann denn das Team sein? Lass es besiegen. Alter, die können ordentlich was aushalten hier. Das war gerade Blattwerk. Okay. Flügelschlag. Alter, die hauen auch ordentlich rein hier. Meine Fresse. Muggelhieb brachte doch nichts, oder? Nein, Muggelhieb brachte nichts. Bis auf Skalyk. Skalyk heißt das. Und ich mal Rasierblatt auf Johnny Maps. Nein, auf beide. Geht sogar.
Sag, oha, 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 oha. Das bringt verdammt wenig. Hallo? Was ist denn das für ein Kampf? Meine Güte. Meine Fresse. Das sind aber zähe Typen hier. Damit hatte ich Händchen. Lalalala. Wie er verknotet die Zunge. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Skalik. Was hier bedeutet, komm, weiterhin. Weiter kämpfen. Dafür gibt es ordentlich EP-Punkte, hoffe ich. Wenn wir das mal irgendwann geschafft haben. Eines Tages. Ja, das könnte ein ganz, ganz zäher Kampf werden. Zäh wie ein altes Brot. Hoodie! Nein! Hoodie, mein Starter-Pokémon! Nein! Nicht du noch. Steve! Da haben wir nur Steve. Steve, du bist meine letzte Hoffnung. Ja. Okay. Kratzfurie, versuch du das mal. Mozzi. Du, Steve, setzt. Ja, Zertrümmer. Das könnte ja unter Umständen auf Skalik effektiv sein. Versuch's mal. Kratzfurie. Zack, zack, zack. Erstaunlich wenig. Oh nein, Lea, nein, Lea, nein, nicht! Lea, sag doch auch noch Lea. Lea! Genau. Ja, Steve, mach was draus. Das ist hier nur ein Trainerkampf auf der Straße, wollte ich nur mal anmerken. Wird wohl kaum schwerer als die Inselprüfung sein. Ja, gut. Da sind wir spitzenmäßig gewappnet für die Inselprüfung. Da freue ich mich auch schon auf die Inselprüfung. Die hat mir ordentlich, die hat mich auch ordentlich bluten lassen, Pokémon Sonne. Ja, Ich sehe schon wieder meine Vermeidungsstrategien. Der nächste Pokémon Ultra Mond Part kommt ja morgen oder vielleicht übermorgen. Aber übermorgen ganz sicher. Ja, ich muss ja irgendwie angehen. Ein Offscreen-Training, dann trainiere ich gegen die Leute hier mal ein bisschen Offscreen. Vielleicht mache ich auch erstmal die leichteren hier, den Farmer hier, und dann trainiere ich mit denen hier. Das sind bestimmt auch bewusst die stärksten hier am Ende der Route. Das ist direkt vor der Prüfung. Ja, das komm. Wird nicht umsonst sein. So, gegen dich kämpfe ich jetzt gleich mal Offscreen und gegen noch ein paar andere Trainer. Und was ein Herrschersticker mitten im See. Wie geht denn das? Wie kommt man denn daran? Okay, ist klar. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das Offscreen. Plätscherhügel, Prüfungsstätte der Inselwanderschaft. Ja, da geht's dann auch nächsten Part hin. Hoffentlich ein bisschen trainiert. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Seid und da kein weiteres Video mehr, wenn ihr den Zwangfest verpassen wollt. Gut aufgesagt. Na, gut nicht, aber schön aufgesagt. Ja, und dann habt noch einen angenehm fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Part. Wie gesagt, ich trainiere hier auf Screen und dann seht ihr mich hoffentlich sehr trainiert im nächsten Part hier an dieser Stelle. Und ja, bis zum nächsten Part. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.